magnificent. Leute, und jetzt auch ein persönliches Guten Morgen von mir und hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe, wie ihr gesehen habt, schon den ganzen Morgen über gemacht und getan und bin jetzt dabei zu frühstücken und danach muss ich mich ins Mathe-Lernen setzen. Ich dachte mir, dass ich euch heute mitnehme und so ein bisschen zeige, was ich mache. So ein Reset-Sunday, aber auch vor allem lernen, weil morgen schreibe ich meine Mathe-Klausur und dann nochmal so die letzten 100% geben und nochmal alles durchüben und so weiter. Und ich dachte, das könnte euch vielleicht ganz interessieren, wie so mein Alltag aussieht, wenn ich lernen muss. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß. Dabei kurz mein iPad aufzuladen und in der Zeit lade ich mein Video für heute hoch, denn das kommt in ein paar Stunden online und deswegen dachte ich mir, nutze ich jetzt einfach die Zeit und multitaske mit meinem iPad, das am Aufladen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade ja am Lernen und irgendwie auf der einen Seite habe ich so das Gefühl, es könnte richtig, richtig schwierig werden und ich habe einen Blackout. Und auf der anderen Seite denke ich mir wiederum so, ich habe wirklich viel gelernt. Also ich hatte auch Nachhilfe und alles und ja, deswegen weiß ich nicht. Und wir dürfen uns halt eine selbstgeschriebene Formelsammlung mit reinnehmen. Die kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Deswegen ist es für mich so noch ein bisschen offensichtlich eine Absicherung. Aber ich weiß halt nicht, ob ich mich darauf so ausruhen darf. So.
Und es ist jetzt 10 vor 2 und ich packe jetzt meine Sachen. Ich packe jetzt meine Sachen und dann fahre ich zu Kati, lernen, was sonst. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie alles so mehr oder weniger wird. Und wenn nicht, dann ist es so. Dann kann ich es auch nicht mehr ändern irgendwie. Aber ich bin zuversichtlich, alles gut. Ich habe mir jetzt noch schnell eine Bowl mit Skier und Stracciatella Chunky Flavor gemacht. Weil ich gerade irgendwie ein bisschen Hunger kriege, aber jetzt auch nicht wirklich Zeit habe, um was zu essen. Und deswegen esse ich das jetzt schnell. Leute, ich habe total vergessen, euch zu zeigen, dass ich bei Kati war. Aber ich war wirklich bei ihr und ich sitze jetzt schon wieder hier zu Hause. Es ist nämlich jetzt 19 Uhr. Und jetzt schreibe ich noch weiter meine Formelsammlung, meine Lernzettel und gucke, dass ich wirklich nichts vergessen habe. Das wäre nämlich wirklich sehr katastrophal. Und dann, ja, ich habe irgendwie keinen Hunger, weil ich bei Kati gegessen habe. Deswegen mal sehen. Aber es ist halt auch erst 7. Es kann halt sein, dass ich so in 2 Stunden wieder Hunger kriege. Naja, egal. Auf jeden Fall. Mache ich jetzt auch weiter. Leute, jetzt habe ich mich schon abgeschminkt und Bett fertig gemacht. Beziehungsweise fast. Ich muss meine Oberteil ausziehen. Und dann gehe ich ins Bett, gucke noch ein bisschen Gossip Girl weiter und gehe nochmal ein bisschen meine Lernzettel durch. Und ich habe schlafen. Guten Morgen. Heute ist Montag. Ich bin bereit für die Klausur. Mental nicht so ganz, aber eigentlich sollte das machbar sein. Ja, deswegen, warte, ich mache mich jetzt fertig, ziehe mich an. Ich ziehe mir direkt Sportklamotten an, damit ich danach direkt ins Gym gehen kann, weil ich gestern halt nicht war. Und ja, dann mal sehen. Ich mache mir jetzt Frühstück und surprise, surprise, ich mache mir das gleiche wie gestern und den Tag davor, nämlich meine Protein-Pancakes. Ups. Weil ich, ich habe heute eh Zeit, deswegen dachte ich, macht es dann Sinn, das zu machen. Und da ich euch ja gestern schon gezeigt habe, wie ich das mache, ist es unnötig, euch das heute nochmal zu zeigen. Deswegen, ja. Also, Friends, ich weiß nicht, wie ich heute ins Gym gehen soll und Beine trainieren soll, weil vom Laufen, ich war am Samstag laufen und ich habe den gestörtesten Muskelkater hier in den Seiten. Halleluja, wirklich. Also, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich muss heute Beine trainieren, weil morgen, weiß ich nicht, morgen war irgendwas, weshalb ich nicht morgen trainieren konnte. So Leute, ich mache mich jetzt fertig, ziehe mich an und gehe dann los. Ich habe alle Stifte. In unsere Gruppe, was wir alles mitnehmen müssen. Stifte, Taschenrechner, Formelsammlung und Ausweise. Okay. Das könnte wirklich... Oh nee. Okay. Ich bin doch eigentlich, um ehrlich zu sein, bin ich viel zu wenig aufgeregt und viel zu wenig gestresst dafür, dass es Mathe ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil normalerweise würde ich die Panik meines Lebens schieben und irgendwie tue ich es nicht und ich weiß nicht warum. Naja, egal. Wünsche mir auf jeden Fall Glück und ich melde mich dann später bei euch. Hi Friends, ich bin back aus dem Gym nach meiner Klausur. Ja, also die Klausur war so semi. Bin ein bisschen traurig, weil ich halt wirklich, ich hätte mehr gewusst, wenn die Aufgaben ein bisschen, ne, wenn es einfach andere Aufgaben gewesen wären. Somit weiß ich, dass ich mein Wissen nicht auf jede Aufgabe anwenden kann. Das ist mir bewusst und dass mein mathematisches Verständnis nicht das Beste ist, das weiß ich auch.
Aber ja, es ärgert halt einen, weil man halt eigentlich wusste, okay, diese und diese Arten von Übungen, Aufgaben kann man, die anderen halt nicht so gut. Aber gut, es ist jetzt so, wie es ist. Ich weiß, oder nein, ich weiß nichts, aber ich hoffe, dass es zum Bestehen gereicht hat. Ja, werden wir sehen. Aber ich habe halt auf jeden Fall Teilaufgaben richtig. Das weiß ich, weil meine Freunde auch das alle richtig, das Gleiche haben und die können Mathe tatsächlich. Deswegen, ja, keine Ahnung. So ist es jetzt und ja. Aber auf jeden Fall war ich im Gym, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe geisteskrank viel geschwitzt und habe Leg Day gemacht. Die 10.000 Schritte sammle ich heute auch noch voll. Also ich bin jetzt schon bei 9.700. Ich habe jetzt hier nochmal mein Essen erwärmt oder bin gerade dabei und freue mich schon sehr, das zu essen. Yay! Ich wollte an dieser Stelle das Video beenden. Ich bin jetzt zurück von Maya. Wir haben den Film Anna geguckt. Der war jetzt irgendwie nicht so Bombe, aber war okay. Und ich werde mich jetzt abschminken und dann gehe ich ins Bett. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich würde mich mega freuen. Das bedeutet mir sehr viel. Mittlerweile sind wir schon bei 1000 Followern und das ist für mich echt eine bedeutende Zahl. Es freut mich irgendwie mega, wenn ich irgendjemanden von euch quasi inspirieren kann. Und deswegen freue ich mich über jeden Einzelnen. Und ja, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Bye.